Guten Tag, grüße euch an alle YouTube GTA-Spieler. Nun ja, die Frage ist ja heute, die sich schon manche so stellen in den letzten Wochen: Ist GTA tot? Grundsätzlich muss ich dazu sagen, ja. Es ist ausgelutscht. Es ist etwas ausgelutscht. Irgendwie. Denn man muss eines dazu sagen, oder auch ehrlich dazu sein. Oh, das ist der Herr Trevor übrigens. In ein bisschen alkoholischen Zustand. Schaut so aus, als hätte er ein bisschen durchzechte Nacht gehabt. Aber grundsätzlich zum Thema zurück. Ja, GTA ist tot. Die Problematik ist, dass wir in GTA bereits alles haben. Wir haben eine Yacht, wir haben einen Bunker, wir haben einen Hangar, wir haben eine Basis, wir haben ein Apartment, wir haben ein Büro und wir haben diverse Firmen. Und ja, wir haben die Möglichkeiten, diverse Autos zu kaufen. Wir können sie verkaufen. Nach 5 Jahren, muss ich sagen, ist YouTube an einem Punkt angelangt, wo man durchaus sagen kann, es ist alles getan. Ja, es ist einfach alles getan. Ja. Und jetzt fahren wir mal kurzfristig zum Flughafen herunter. Ich habe schon einmal, beziehungsweise wir haben alles erreicht, was auf GTA ja, zu erreichen war. Wir haben diverse Missionen gehabt auf Online. Wir haben eben diverse Spiele gehabt. Wir haben auch wunderbar den Online-Modus gehabt, wo jeder sich einen eigenen Charakter erstellen konnte. Ja. Wir haben da auch viele Autos zum Kaufen bekommen. Wir haben auch viele DLC bekommen. Ja. Aber es ist jetzt an einem Punkt erreicht, wo man sagen muss, nach 5 Jahren, es ist einfach ausgelutscht. Ausgelutscht deswegen, da nicht wirklich etwas Großartiges nachgekommen ist. Ja. Zwar hat man am Dezember, muss man dazu sagen, noch mit der großen Hoffnung gehabt, mit Doomsday, dass man die Kastanien aus dem Feuer holen konnte, da glaubte man, man könnte ehemalige GTA 5 Spieler zurückholen, dachte man, ja. Allerdings war das nur kurzfristig. Kurzfristig, denn das DLC Doomsday war an und für sich eine gescheite Idee, ja. Allerdings muss man dazu sagen, auch kostspielig. Wollte man alles haben von Doomsday, musste man an die 30.000, an die 30 Millionen haben. An die 30 Millionen haben. Ja. An die 30 Millionen haben. Ja. Das ist einmal Voraussetzung. Dann brauchte man, dann wie gesagt, im Laufe der Zeit kam ein Bunker, dann diverse Firmen wie eine Dokumentenfälscherei, Hasch, Hanf, Drogen, Geld. Ja. Man brauchte eventuell ein Clubhaus,
Ja, für diverse Angelegenheiten. Ja, man baute sich, also beziehungsweise nahm sich auch ein Apartment oder ein Büro. Ja. Im Laufe der Zeit kamen dann auch unnötige Sachen wie ein Fahrzeuglagerhaus oder ein Lagerhaus im Besitz, also wo man sich Kisten dann, und der Hangar kam dann auch in einer gewissen Form und Weise. Aber gehen wir es einmal kleinweise Stück für Stück durch. Ja. Um es auf den Punkt zu bringen. Es kamen, wie gesagt, diverse DLC heraus und wie gesagt, im Dezember halt das größere DLC. Da brauchte man eben die den Avenger, dann 3 Millionen oder der Deluxo kam raus oder der Taster eben kam raus. Ja. Oder das James Bond Auto, ja, das Stromberg, da was, dann der Heist, also eben der Wasserwerfer kam raus und eben diverse andere Sachen. Im Laufe der Zeit bekamen wir auch ein Batman Auto. Im Laufe der Zeit bekamen wir auch ein ähnliches Auto wie Keith, wie der Artet oder so ähnlich wie der Kit auch der Runner 2000. Ja. Ein nettes Feature um 4 Millionen oder 5 Millionen. Aber eines muss man sagen, die Preise waren in den letzten Jahren gigantisch. Wenn man so denkt, einen Rhino-Panzer fährt kein Mensch mehr. Oder wie ein Bus oder ein Bagger fährt auch kein Mensch mehr. Oder der Dumpster, diesen um 249 fährt auch kein Mensch mehr. Ja, muss man ehrlich dazu sagen, sind diese Fahrzeuge eigentlich in Vergessenheit geraten. Ja. Weil heutzutage, okay, geht vielleicht nur der Batman, eventuell der Stromberg oder der Deluxo, aber im Endeffekt braucht hier auf dieser Seite kein Mensch mehr was. Ja, seien wir uns ganz ehrlich. Ja. Auf dieser Seite habe ich eben die Fahrzeuge bereits ernannt, das ballistische Ausrüstung hat sowieso kein Mensch. Ja, um 500.000, da war ein Gun Running. Ja, das heißt, DLC war da. Ich ehrlich persönlich gesagt, habe von dem Warstock eigentlich die Kommandozentrale für den Bunker, obwohl der ja ehrlich gesagt eigentlich effizient eigentlich nur für die Aufrüstung dient. Ja, für den Bunker. Für die Waffen, habe ich ja schon gesagt, Forschung. Ja. Und die Fahrzeuge überhaupt allgemein, muss ich ehrlich dazu sagen, sind enorm geschwächelt. Geschwächelt in den letzten Jahren. Ja. Denn ich persönlich will jetzt Rockstar natürlich nicht jetzt da hier großartig kritisieren, aber diese Fahrzeuge hier, ehrlich gesagt, Rockstar braucht kein Mensch. Denn all diese Fahrzeuge hat man auf Los Santos in Hülle und Fülle und kostenlos. Das Einzige, was du kannst, ist natürlich in die Garage fahren. Aber im Endeffekt braucht kein Mensch mehr einen Thundery Stretch. Wo braucht man den? Ehrlich gesagt. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, ja, dass ein Bravo Buffalo, der stets in Los Santos kostenlos, muss man dazu sagen, rumfahren,
35.000 kostet, den man kostenlos haben kann auf Los Santos Straßen in Hülle und Fülle, muss man ehrlich dazu sagen. Den Buggy, ja, BF Dunt Buggy, das ist ja eigentlich das Witzige dran. Wenn man denn die Raumschiffteile sucht, kriegt man auch das den ran beim Buggy. Und hier kriegt man um 20.000. Ja, das ist auch das nächste. Und wer kauft sich heute einen BF Surfer? Es ist zwar ein Nostalgie-Sammlerstück, aber wer fährt denn das bitte auf Los Santos Straßen? Niemand mehr, keine Sau mehr. Ja, also keine Sau mehr. Was will ich damit sagen? Wir haben in Los Santos nicht wirklich mehr was Nennenswerte. Wir haben zwar wunderschöne Autos, jeder ist geil auf die Autos und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch billige Autos, gibt teure Autos. Wie Sonne ist natürlich zurzeit das schnellste angeblich, habe ich gehört. Eines der schnellsten Autos. Und zwar. Und da ist halt das schon das Geschmeidige, der Preis. 2,2 Millionen. Wer gibt so viel Geld aus für 2,2? Ja. Niemand. Ja. Wie gesagt, von den Autos her gibt es nicht wirklich was Neues mehr. Gibt nur ein paar Aktionen jetzt wieder. Die Yachten sind wieder verbilligt, aber die sind unnötig. Ja, völlig unnötig. Genauso der Hafenschlepper, unnötig. Ja. Ihr werdet sehen, die Boote, ihr fährt es nicht ein einziges Mal mehr im ganzes Jahr. Es gibt zwar auf der anderen Seite wunderschöne Objekte zu kaufen. Das darf man nicht vergessen. Wie eine Basis. Ja. Oder wie an Bunker. Ja. Ja, der Bunker muss ich ehrlich dazu sagen. Für alle, die glauben, Geld zu machen, ein kleiner Rand, habe ich eh schon gesagt, kauft euch einen Bunker. Alles andere ist unnötig. Ja. Kauft euch einen Bunker. Das andere ist nur so ein Zwischending, ja, die Firmen, das Hanf und das alles. Ja. Aber wenn ihr wirklich was kaufen wollt, kauft euch einen Bunker. Kein Bunker. Ja, kauft euch einen Bunker und alles. Die Clubhäuser waren einmal attraktiv in den letzten 4 Jahren. Ja, es hat eine Zeit gegeben, da waren sie der Hype. Ja, die Clubhäuser, die Clubhäuser-Missionen. Ja, es gab auch eine Zeit, wo der Hangar ein Hype war. Ja. Und die Basis ist sowieso unnötig. Ich meine ja. Wenn du nicht ein paar Leute hast, mit denen du spielen kannst, alleine kannst du in der Basis sowieso nichts machen. Im Bunker kannst eventuell alleine spielen. Ja, eventuell die Clubhäuser Missionen und die, ja, Hangar auch. Aber bei der Basis musst du die Voraussetzung haben, dass du Freunde hast, die mit dir spielen. Ja.
Summa summarum muss ich dazu sagen, gab es auch in den letzten Jahren Jobs. Gab auch herrlich jede Woche auch diverse Jobs, wie Stuntrennen, wo es Punkte gab, wo mehr Punkte gab und mehr Geld. Es gab auch Rennen, es gab auch Deathmatch, Capture, das Team Standing. Aber es gab auch Gegnermodus, die auch sehr lustig waren in den letzten Jahren. Ja. Wo es auch doppelte RP und doppelte Punkte gab. Ja. Aber nun muss ich ehrlich dazu sagen, ist der Moment gekommen, wo auf einmal GTA tot ist. Man konnte auch den Charakter, wenn man hier sieht, in verschiedensten Kleidungen eingliedern. Ja. Hier nur ein Beispiel von mir. Ja, von mir jetzt. Man konnte es, die Kleidungen auch abspeichern. Ja. Und man konnte seinen Charakter so gestalten, wie man wollte. Ja. Auch der Lester signierte dich ja zeitweise. Ja. Das persönliche Fahrzeug kann man sich holen. Motorclub-Tagesziele hatte man auch. Ja. Spieler. Spanpunkt, wo man das letzte Mal war, hat man die Möglichkeit auch gehabt. Ja. Und man hat dann natürlich auch Einladungen von den anderen bekommen. Nur ist irgendwie es soweit, dass ich sage, dass GTA ausgelutscht ist. Ausgelutscht. Ja. Denn es ist nicht wirklich irgendwas Neues dazu gekommen in den letzten Jahren. Und dass jetzt Fortnite natürlich besser geht als jetzt momentan wie GTA, liegt irgendwo auf der Hand. Ja. Das liegt einfach auf der Hand. Ja. Das liegt einfach auf der Hand. Ja. Gut, das wollte man nur sagen. Da viele sagen, GTA ist tot, und ich sage ja, GTA ist tot. Das ist meine Meinung.